Na, ist Flohmarkt heute? Wo findet denn statt? Was haben wir heute? Den 17. Juli. Oh. Oh, ihr seid ja auch schon da. Und Flohmarkt ist genau bei mir um die Ecke. Ja, Viertelstunde zu Fuß, gehe ich kurz hin. Mal sehen, was ich finde. Also, bis gleich. Zurück vom Flohmarkt, ja, ist bei mir um die Ecke gewesen. Einer der Standard, man weiß nie, was er erwartet. Viele, ja, Schrotthändler sind da, auch ganz noch richtige Händler, so von Games und so weiter. Ja, ihr kennt das auch. Private, das mischt sich immer, es ist gerade Ferienzeit auch. Und ich bin jetzt ohne Erwartung hin, aber wir haben, mein Bruder und ich, haben ein paar Kleinigkeiten gefunden, die zeige ich euch jetzt. Und ich fange mit etwas ganz Unspektakulären an, aber etwas, was mein Bruder und ich, oder er sammelt und ich lese, immer zum Frühstück jeden Morgen, lustige Taschenbücher von Disney. Da hat uns, hat er gefunden, für 9 Euro, also 3 Euro das Stück, eben halt 3 Stück, Nummer 555, Abflug auf Ski. Ich mal dahin. Dann 70 Jahre Panzerknacker, 552, so richtig schön mit Gold. Ach komm, komm, übereinander packen, rückt egal. Dann Nummer 556, das Geheimnis des Geldspeichers. Wie gesagt, gab es für je 3 Euro. Bei einem Neupreis von 8 Euro ist das ganz okay. Sind auch teilweise wie, ein bisschen wie neu. Das ist auch vom Händler gewesen, deswegen hat er nicht gehandelt. Naja, ansonsten, was gab es noch? Dann waren wir bei einem, der hatte Star Wars Spielzeug, auch ein paar Gameboy Spiele, aber da war nichts Besonderes bei. Aber Star Wars Figuren hatte er auch. Und das plus eine DVD, die zeige ich euch bei den Filmen, die war für 1 Euro. Und im Endeffekt für alles zusammen 24 Euro. Das sind zwei Figuren und zwar einmal, da muss noch ein Preisschild weg, von Rogue One Jane Erso, die Figur. Die stehe ich mal dahin. Und das ist etwas Schöneres, auch wenn der ein bisschen angeknickt ist, der Blister. Aber Star Wars Shadow of the Empire, Luke Skywalker. Richtig cool. Richtig cool. Finde ich gut. Weiter geht es mit Filmen. Filmen, da habe ich ein paar Filme gefunden. Und jetzt eben halt der eine Film. Zudem war Tim, kann das Liebe sein? Mit Mel Gibson auf DVD. Noch nie gesehen, deswegen einfach mal mitgenommen. Da kann man sich ja sicherlich mal angucken. Ich kenne den Film gar nicht. Also, warum? Ja, alter Mel Gibson sieht aus wie von, ja, von dem Mad Max Film. Also wirklich sehr, sehr junger Film von ihm sozusagen. Und sonst haben wir hier 4 Blu-rays. Einmal Disneys Aladdin, die Realverfilmung. Die kostete 2 Euro. Und eigentlich jeder Film 2 Euro, kann man so sagen, ja. Mr. und Mrs. Smith Special Edition habe ich nur umgedreht, wo es möglich war, mit dem Wendecover, weil ich mag immer nicht die Altersfreigaben vorne. Dann gab es auch Iron Mask mit Schwarzenegger und Jackie Chan, obwohl die ja nur Nebenrollen spielen, aber es wird groß beworben. Es ist ein russischer Film, so ein Fantasy-Steampunk-Film, auch noch nicht gesehen. Spielen noch eine ganze Menge mehr Amerikaner dabei, wie Rutger Hauer und Jason Fleming und Charles Dance. Wie gesagt, kenne ich nicht. Schwarzenegger und Chan treffen aufeinander. Keine Ahnung, wollte ich immer mal sehen. Und für den Preis habe ich gesagt, komm, kann man mitnehmen. Und hier ein Metallica-Album, Through the Never. Auch nicht schlecht. Wie gesagt, alles so 2 Euro. Dann habe ich noch mal Filme gefunden. Das ganze Filmbundle, das sind 9 Filme. 15 Euro, das geht, kann man so durchrechnen, etwa unter 2 Euro das Stück. Und ich fange mal mit dem etwas leichteren an einer TV-Serie, und zwar Graf Dukula. Ich habe von Graf Dukula Videokassetten gefunden, immer nur einzelne Episoden von einer halben Stunde. Da ist einmal Nummer 6, Tapetenwechsel, lege ich mal so hin.
Dann, als gestern Morgen war, Nummer 5. Dann, stürmisch war die Nacht, Nummer 4. Dschungelfluch, das ist Nummer 3. Ja, und diese TV-Serien findet man ja seltener und deswegen, boah, warum nicht, einfach mitgenommen. Jetzt kommen normale Filme, aber auch auf VHS. Unendliche Geschichte 3. Komisch, man kauft wieder VHS. Interessant war da drin so ein Prospekt, noch so ein von 95. So die ganzen Videokassetten, was es so mal gab, Tiny Toons und so weiter. Richtig geil. Auch so ein, ja, wie soll man sagen, auch so ein kleines Sammelstück dabei, kann man fast so sagen, die Prospekte mittlerweile. Dann kamen 2 Disney-Filme. Phantasia, auch so ein Film, den nicht jeder sich gekauft hat, deswegen schon etwas seltener. Genauso wie den Film hier, den nicht so viele auf der Liste haben, aber ein großartiger, Taran und der Zauberkessel. Ein Manko leider an dieser Kassette ist, auch noch an den 2, die ich hier habe, da hat jemand kleine Zettel angeklebt, so auf die Cover, was ich nicht nachvollziehen kann. Auf der Kassette konnte ich das entfernen, aber da, ja, irgendwie doof. Ja, weiter geht es dann mit 2 auch Highlights, und zwar Highlander 2 mit Sean Connery und Christopher Lambert. Und ihr seht da oben in der Ecke, da ist ein Aufkleber, den einer draufgeklebt hat. Ich weiß nicht, was das soll. Erstmal eine Nummer von der Sammlung und dann 14. November 92, 23. März 96. Ich überlege gerade, was das bedeuten mag. Vielleicht die Erscheinung des Films. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber das ist der Film. Highlander 2 ist ja auch ein Kultfilm. Auch wenn er nicht so berauschend ist, denn der erste ist besser. Auch hier leider so ein Aufkleber oben gemacht. Auch hier 94, 96. Ich weiß nicht, was diese beiden Daten bedeuten. Aber ja, hat man seltener. Auch alles drin. Das heißt alles drin. Da ist auch nur die Videokassette drin. Da steht dann Highlander drauf. Habe ich mitgenommen, weil mittlerweile sind das ja schöne Sammel-Deko-Stücke. Und hier sind nur noch, was das so ist. Ja, wie gesagt, die ganzen Videokassetten zusammen 15 Euro. Die Person wollte erst 3 Euro das Stück haben, hatte auch eine ganze Menge Disney-Filme. Die waren aber auch beklebt, da stammten welche aus Videothekenzubehör. Das war mir dann doch nicht so geläufig. Also ich hatte 2, 3 Sachen dabei in der Hand noch, aber ich habe mich auf diese geeinigt. Ich habe jetzt wirklich für mich Highlights rausgepickt, auch wenn die nicht bei mir jetzt in der Sammlung unbedingt bleiben werden. Weil Videokassetten sind bei mir wirklich, das ist ganz minimal, was ich selbst sammeln möchte, aber ich lasse sowas nicht liegen. Es gibt ja bestimmt ein paar Freunde, die ich habe und die sich dafür interessieren und freuen. So, aber Filme sollen es nicht sein. Ich habe auch wieder noch Games gefunden. Und mit Games macht noch ein Highlight erstmal auf Games und Film. Kombinieren wir das als ein Highlight, ist dieses Assassin's Creed Buch. Zum Making, ein Making-of zum Kinofilm. Der, gut, lassen wir uns nicht drüber streiten, er ist nicht der beste Kinofilm von Assassin's Creed. Man hätte sich einen anderen besser gewünscht, obwohl er gut besetzt war und auch Michael Fassbender großartig war. Und ich mag auch dieses Kostüm, was er trägt. Das Buch hat mal 40 Euro gekostet aus dem Zauberfeder Verlag. Aber ich habe da nur 8 Euro bezahlt für. Also hat sich das doch schon auch gelohnt. Star Wars, ich leg die mal da, dann kann ich das Assassin's Creed Buch hier hinstellen. Genau. Also wie gesagt, 8 Euro ist, ach, ich habe es noch nie gesehen, also in dem Sinne hat es sich gelohnt für mich, also für meine Filmbuchsammlung, genau das Richtige. Genau, weiter geht es jetzt wirklich mit Games. Wir haben ein paar Games gefunden. Für 1 Euro gab es auch einen sehr guten Zustand, die PC-Version von San Andreas. Die kommt in so einem, hier so ein Reiseführer, mit auch noch mit Garantiekarte, also und hinten ist die CD, also es ist wirklich so ein interessantes Buch. So mit Infomaterial, richtig geil gemacht und für 1 Euro wollte ich das jetzt nicht liegen lassen, weil es in sehr gutem Zustand ist. Ob ich es behalte, das steht noch nicht fest, weil wir noch nicht genau wissen, ob es in der Sammlung ist. Aber ja, auf jeden Fall mitgenommen. Das sieht man der Qualität, dem Zustand doch schon seltener. So, und dann bei einem weiteren Stand, da
haben wir zwei Spiele mitgenommen. Die haben zusammen 10 Euro gekostet. Einmal für Xbox One Forza Motorsport 6. Mich mein Spiel, mein Bruder wollte es haben. Auch, und jetzt auch dabei Iron Man für die Xbox 360. Ist jetzt nicht das beste Ego, nein, Ego nicht, ist halt Person-Shooter-Spiel, aber irgendwie, meine ganzen Marvel-Spielen gehört jetzt in die Sammlung. Und dann beim anderen Stand zusammen für 15 Euro gab es zwei PlayStation 4 und ein PlayStation 2 Spiel. Einmal Jack und Dexter, The Precursor's Legacy. Auch kein sehr gutes Spiel. Auch vollständig alles dabei. Obwohl vielleicht muss man, würde ich diese so ein, zwei leichte Abnutzungen auf der CD, dass man vielleicht noch mal schleifen lässt. Ansonsten diese zwei PlayStation 4 Spiele waren noch dabei. Und zwar Lego DC Super Villains und Dragon Ball Z Kakarot. Ja. Das war die Ausbeute von dem Flohmarkt bei mir in der Nähe. Mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Es war sonst nicht viel los. Ich hatte gehofft, dass mein Bäcker auch da, der da immer gern ist bei den Flohmärkten, bei dem ich so ein paar Kekse, die der Bäcker hat, kaufen kann. Aber nein, der ist wohl gerade im Urlaub. War schade. Ansonsten, das war recht voll schon für morgens früh. Obwohl ich so früh bin, ich nie auf dem Flohmarkt. Morgens um 4 oder so bin ich noch nie gewesen. Es lohnt sich da auch gar nicht, da richtig um die Zeit rumzugehen. Wir waren 7:30 war ich da. Also in dem Sinne, normale Zeit, kann man fast schon sagen. Das haben wir gefunden. Ja, freue mich über ein Like, wenn es euch gefallen hat. Wenn euch nicht gefallen hat, dass ich hier was Schönes gefunden habe, das tut mir leid. Ansonsten, ja, hinterlasst einen Kommentar. Schreibt mir, was ihr von denen haltet. Ist hier ein Highlight dabei? Was mögt ihr davon? Was habt ihr aus der Kindheit? Und was, ach, lasst es mich wissen. Wir diskutieren gerne weiter in den Kommentaren. Und ja. Das soll es dann gewesen sein. Bis zum nächsten Mal.